Hallihallo und guten Morgen. Heute ist Dienstag und ja, ich habe meinen Barti zu Hause. Weil Barti hat, was hast du am Auge? Eine Bindehautentzündung. Und deswegen darf der Barti, darf der Ron nicht mehr in den Kindergarten. Und dann haben wir ja auch noch Ferien danach. Der guckt so herrlich grimmig. Wir haben dann auch noch Ferien danach und also hat der Jackpot, hat jetzt schon 2 Wochen dann am Stück frei. Wir beide, was machen wir denn jetzt? Was haben wir jetzt vor? Container hinzufahren. Zum Container fahren wir jetzt, ne? Und zwar, ich muss die Garage... Und zwar, ich muss die... die Garage leer machen, damit ich an Silvester mein Auto reinstellen kann. Wir haben ja die ganzen von mir wieder fleißig gesammelten Müllsäcke drin stehen. Und ich habe jetzt gerade hier auch noch mal ein paar Müllsäcke wieder zusammengesammelt. Ja. Ne, die haben wir gerade alle die Treppe runterpurzeln lassen, ne? Ja, jetzt werde ich erstmal mein Auto umbauen und dann gucken wir nachher mal, ob da genauso viel reinpasst wie in meinen Ali. So, baue ich jetzt erstmal um. Barti sitzt schon vorne. Jetzt müssen wir aber erstmal... mit Drittworter. Die Sitze umklappen. Hi Ron. Hi. So. Links. Klatsch. Mitte. Und. Also wenn ich ja jetzt schon so betrachte, von der Höhe her ist das auf jeden Fall anders wie im Alhambra. Da hatte ich mehr Tiefe. Aber egal, wir werden mit Sicherheit doch einiges reinkriegen. Du kannst auch. Was? Hallo. Hallo. Mama, ich muss hier eine Decke drüber legen. Drumlegen. Nicht loslegen. Ja. Ich will nur hoffen, dass nicht so viele Hausbewohner in den Müllbeuteln jetzt sind. Oh, ich hab keinen Bock, dass ich mir hier Spinnen in mein Auto rein. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Kiste beladen kriegen. Naja, scheint mir doch eine ganz gute Ladekapazität zu haben. Ich lasse mich mal überraschen. So, alles beladen. So sieht es von hinten aus. Also bis unter die Decke zugeladen. Ich muss aber dazu sagen, bei dem Alhambra ging es einfacher und da habe ich ein Doi mehr reingekriegt. Wir gucken mal von vorne nach hinten. Ja, Bombe. Ach ja, ein Sack hätte noch reingepasst. Ich sehe, da oben ist noch ein Luftloch frei. Gut, dann werden wir mal die Säcke zum Container fahren. So. Ich mach's mal weg. Da kann ich nicht dran. Wir fahren mit unserem vollbeladenen Mobil. Wow! Wow, ist da Sonne. Wow. Ich sehe gar nicht. Mach ich deinen auch runter. Oh. Ja, aber du bist zu klein. Ich muss mich auch so setzen. Ich komme gar nicht richtig, dass ich geschützt bin. Ich muss einfach so machen. Er macht das wieder runter. Was? Soll ich das wieder hoch machen? So? Runter. Nee, ich kann das ja nur so machen. Es geht nicht weiter runter. Meinte hoch. Okay. Barti, weißt du, was das Schlimmste nur war? Da war ein Beutel bei. Da waren alles von den Vogelkörnern, die die gegessen haben im Sommer. Diese Pipas. Pipas? Und die Schalen, die sind hinten ins Auto gefallen. Aber ich muss den jetzt gleich dann staubsaugen. Weil der ja auch generell wieder viel Krümel auf dem Boden hat. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ist da so ein Loch drin? In dem Beutel, ja. Hm. Wir fahren jetzt erst einmal zu Hausforst. Pop, pop. Weißt du, was jetzt noch der Gag wäre? Ich komme da an hier mit das Haus. Oder ich habe zu oder was weiß ich. Mein Auto ist wieder leer. Ja.
krass, ist ein bisschen eng hier, ne? Warte, also das waren 120 Kilo. Also das sieht so riesig aus, das sah so viel aus. Aber was sind schon 120 Kilo, ne? Das ist Dirk und du zusammen. Was haben wir bezahlt? Ich glaube 20 Euro. Ja, ich weiß, in Köln ist es kostenlos. Immer mit deinem Geld. Nicht immer mit meinem Geld, ne? Mein Fuß ist nass. Das ist mir rutscht von der Pedale ab hier. Das war jetzt auch schon direkt ein klein bisschen Sport für Mama. Ich mach mal die Fenster zu. Weil so oft, wie ich die Treppe da rauf und runter gelaufen bin, um die Sachen in den Container zu schmeißen, da weißt du, was du getan hast. Und 120 Kilo habe ich von A nach B transportiert, ne, Bottle? Mhm. Aber du durftest leider nicht aussteigen. Also damals, wie gesagt, darf ich aussteigen. Lass mich jetzt. Okay, ich lass dich jetzt. Mein kleiner Schatz ist eingeschlafen. Ron? Ron, Schatz. Ich möchte noch mal Schlinkig rein. Doch, ich wollte gucken. Vielleicht finde ich ja auch ein Paillettenpullover für dich. Nach Hause. Danach fahren wir sofort nach Hause. Wir sind ja schon in Niederaußen. Warte. Komm, wir gucken mal schnell. Ich trage dich auf, okay? Ja, ich nehme dich auf die Arme. Ja? Wir sind wieder zu Hause. Der Barty hat sich doch dazu animieren lassen, dass ich ihn auf den Arm trage. Und so konnten wir das schnell erledigen im Kick. Aber wenn man mit Ron einkaufen geht, man kommt nie drum herum, dass man nicht dieses, das will ich haben. Warte, Ron. Warte. Den Reifen habe ich doch auch schon rausgeholt. Zeig mal. Mein geht doch raus. Ist da vielleicht noch ein Draht drum gewickelt irgendwie? Zeig mal bitte. Ja, der ist noch mit einem Draht fest. Siehst du das? Oh. Da drinnen, da. Gib mal mir eine Schere. Na, jetzt Schere. Schatzi. Schere. Du meinst, du kriegst einen Draht mit der Schere durch? Hast du schon so viel Kraft? Hm. Geht doch ganz leicht. Geht doch ganz leicht, kleiner Klugscheißer. Hä? Aber nicht, dass du noch das ganze Auto durchschneidest. Guck mal, wir können doch, du kannst doch da versuchen, von vorne, wo wir den gesehen haben. Oder soll ich dir helfen, den durchzuschneiden? Hm? Nein. Weißt du, was du auch machen kannst, was viel einfacher ist? Guck mal, mach doch von unten den Karton auf, dann kannst du den Draht einfach aufzwirbeln. Ja. Dreh mal den Draht auf. Komm mal her. Nein. Wir können den Karton doch noch weiter aufmachen. Du hast mich wehgetan. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Guck mal, wie super wir jetzt an den Draht drankommen. Zack, vom Auto ab. Da willst du da irgendwas mit der Schere. Sei doch mal geduldiger und lass deine Mama dir helfen. Du glaubst mir nie, dass ich dir helfen kann, ne? Auto. Oh, der ist aber jetzt an die Wand gefahren, was? Oh. Naja, war jetzt nicht so schnell. Hallihallo, Hallöchen. Heute ist Mittwoch. Es geht wieder weiter in einem ganz anderen Vorhaben. Denn wir werden jetzt den Weihnachtsbaum aufbauen. Wir sind nur noch am Spielen. Draußen ist es schon dunkel. Hey! Daddy, guck mal weg. Hallo. Wir gehen jetzt mal im Keller die Sachen holen. Dann werden wir das Ganze schon mal aufbauen. Ja, ich habe das da schon hingestellt. Ja, ich muss ihn noch zusammenbauen. Ich trage den Baum, ihr könnt die Weihnachtskugeln tragen. Ja, ich habe einen künstlichen Baum, ich habe keinen echten. Ich kann gar nichts. Doch, du musst mit, du kannst ja auch noch einen Teil von dem Weihnachtsbaum tragen. Guck, von hinten.
Welches? Hier hinten kannst du noch halten. Hm? Mach ein Engel. Ach Ron, jammer doch nicht rum. Ich hab doch nur... Ich hab keine. Der Flur ist echt sensationell. Mach mal Licht aus. Wieso ist denn der Schuhschrank auf? So. Den werden wir da auf den Tisch stellen. Den Drucker habe ich schon auf den Boden gestellt. Wow, bist du stark! Mir hält es am Klopfen. Warte mal, welche Farben haben wir? Silber, Weiß, Lila und Sterne und alles Lila. Mögliche. Lila! Gehen die kaputt? Nein, das sind Plastikkugeln. Okay. Aber nicht hinschmeißen extra, ja? Hm. Die andere Spitze nehmen. Weißt du, wie der auf dem Esszimmertisch stand letztes Jahr, wo ich noch zu dir sagte, komm aber nicht an den Weihnachtsbaum. Mama, und dann Mama, durch. So, der kommt auf den Weihnachtsbaum. Das ist die ganz alte Krippe, die ich von meinen Eltern habe. Ganz, ganz alt. Das ist meine Mama. Mit Maria und Jürg. Mama, guck mal. Das ist meine. Hm, super. Spinne. Kannst du mal den Tisch dann freimachen? Nee, kannst du jetzt nichts drauf. Oh, aufgehört. Aufgehört. Ich kann mir da nicht auf. Guck, die ist irgendwo da. Genau, die werden im Prinzip ja alle, oh Gott, alle Röllchen fahren. Oh, und da muss es hin. Ja. Das Nudelchen brauchen wir nicht. Hallihallo. Den Tannenbaum, den man sich formen kann. Alles nochmal Meta aus alten Tagen. Ja, der hat auch schon richtig historischen Wert, dieser Kunststoffbaum. Denn... Als ich Kind war, stand er schon bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Und ich habe ihn ehrenvoll übernommen. Ich habe das Erbe angetreten hier. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. So, dann noch mal da rein. Ich habe die Herzchen. Ich habe die Herzchen gefunden, Mama. Kleine rote Herzchen hat einen Jochanhänger, ne? Ich denke schon. Und die Glöckchen können wir auch. Ja, der soll schön bunt aussehen, okay? Ich muss jetzt nur mal schauen, wo ist jetzt die Lichterkette? Ich hole mir mal eine Kugel raus. Hi! Mhm. So, jetzt mal die Lichterkette. Hi! Nein! Hier, das ist nochmal von meinem Chef für die Kinder. Hä? Was denn? Oh mein Gott. Gleich mach ich. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Lego. Wish you a Merry Christmas. Hallo, Olli. Olli, guck mal, so einen hast du doch. Passt gut. Dann lasse ich jetzt die jungen Herren und Damen dass die Döner hier mal richtig geil beschmieren. Hast du ein Unicorn? Ja, ein Klingel. Und Glitzer verstreut. Kann ich Glitzer am Kopf schon essen? D-Mark? Das ist von Oma und Opa früher. Wie alt muss denn das sein? Ja, D-Mark. Bis 2000 gab es D-Mark. Lol. Und die haben... 14,95 Mark gekostet. Und wie viel die denn jetzt? 5,99 Mark. Mama, jetzt? Die kommt doch immer hier vor. Jetzt sind das bestimmt 5,99 €, weil mittlerweile ist alles 1:1. Guck mal, gleich wenn die ganzen Murmeln da dran hängen und so, ne, dann fällt das gar nicht mehr auf, ob irgendwo Lämpchen fehlen. Ja, wie sieht das denn aus?
Ja, was denn? Das Ding steht da immer so drin, das ist kackegal. Schmeiß mit dem. So. Warte mal, hier ja, ist irgendwie. Ja, schon, hallo! Ja, die sieht aus wie ein Ameisenhaufen. Das ist meiner! Ich an einem Stück sorry, hier. Du Model! Hm. Aua. Lehn, willst du noch einzelne wie Kerzen auslegende Lampen verteilen? Oh, ja, wie schön! 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Lampen sind das. Die kannst du? Da dran klemmen. Ah! Voll warm. Kannst so dran klemmen. Ob ich das hinbekomme, kannst du mir helfen? Okay. Ich setze in eure Kreativität rein, damit ich sagen kann, meine Kinder haben den Baum alleine geschmückt. Wie super der aussieht. Ich lasse euch da freien Lauf. Ich habe den nur aufgebaut, die Lichterkette hat nichts drum gewickelt und ihr könnt das Ding kreieren. Das ist mir doch wurscht, wie der aussieht. Okay. Der soll euch gefallen. Das hat für mich was Besonderes, weil er hat euren Style. So gefällt er euch dann. Wie hoch muss man einstecken? Entschuldigung, da sind nur zwei Löcher. Oh, ich sehe es nicht, Mann. So. So. Du musst mit der anfangen, ne? Dann musst du der Reihe nach. Hörst du mir jetzt? Junge, schau doch zu. Dann musst du der Reihe nach gehen, weil das hier ist das andere Seite von Kabel. Ende, guck mal, im Prinzip legst du so eine Schlange. Für dich ein Schulraum. Dass das andere Ende dann auch wieder da unten endet. Die letzte Kerze. Ich hab auch noch. Ah, ich finde das so hübsch. Ich lasse mich überraschen, Dani. Bis gleich. Und bei Mama. Und das habe ich nur gemacht. Ich habe ein Mädchen, guck, hier ist ein blöder Zopf. Was für ein blöder Zopf? Oh, Holly, nein, das kann kaputt gehen. Ich habe überall Glitzer auf den Nase, das sehe ich in meinen Augen. In meinen Augen? Mach ich ja. Nicht mehr mit. Wir müssen alle Kuchen auf den Weihnachtsbaum tun, ne? Keine darf in der Tüte bleiben. Jetzt guck doch mal, wie viele mit da sind. Ja, hängen die einfach überall hin. Bis das keine Tanne mehr frei ist. Gar keine? Gar keine, das hält man nicht. Doch. Wir müssen Glitzerkugeln auch aufhängen. Hängt noch keine einzige außer da oben. Doch, ich hänge gerade das Glitzerkugeln. Ja, Mama, wegen hier ist gerade eine runter. Ich denke gerade so. Dann mach das mal schön fertig und dann gucken wir uns das gleich an, wenn das alles fertig ist. So der Weihnachtsbaum ist fertig. Ready? Ready? Really? Jäger auf den Castro. Mhm. Oh, und eine Mickey Maus. Guck mal, ihr könnt auch ein bisschen die Äste noch hoch, ne? Hochpuppeln. Stimmt, die hängen alle auf dem Haufen. Mhm. Aber sieht das super aus. Also ich finde, dafür, dass das jetzt kein echter Baum ist. Hab ich früher echte Kerzen drauf geschmissen. Hinter dir ist die. Ja. Boah. Klar, gab es das früher so richtig mit echt brennenden Kerzen. Die machst du dann aber nur mal so für den Moment. Ja, sonst verbrennt der ganze Tannenbaum. Ja. Why? Why? Aber die Spitze ist auch neu, die ist auch von letztes Jahr. Ja, weil er ja einen Flug vom Tisch gemacht hat. Und ja, und ganz viele Glaskugeln. Ja, ja, das waren noch alte Gebäude. Die sind cool, die, guck mal. Ja, ich weiß. Da steht überall den ganzen Tisch. Hier hängt meiner, Forever Alone, guck hier hinten. Hm. Habt ihr super gemacht und ich habe mir die Arbeit gespart, ehrlich, mit dieser Aufstellung. Es ging voll schnell, jedes Jahr geht's voll schnell. Super. Dann haben wir es doch noch vor meinem Geburtstag geschafft. Yes. Of course. Of course. Dann habe ich morgen früh, wenn ich mal wieder ein Jahr mehr fuchtel, steht der Weihnachtsbaum schon. Also haben wir das schon wir alles gelöscht. Wir sind davor, man sieht ihn nicht. Mann. Ja, man sieht ihn nicht. Man sieht nur den kleinen Stoppen hier, der irgendwann mal vorhat zu wachsen. Ja. Dann essen wir uns noch lecker Butterspekulatius und sagen in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video.